Der Klett-Cotta-Block ist wieder unterwegs. Neben mir sitzt Roland Kachler. Guten Tag, Herr Kachler. Hallo. Tag. Sie haben bei Klett-Cotta ein Buch verfasst, was im August erscheint, Die Therapie des Paarunbewussten. Sie kritisieren die traditionelle Paartherapie, weil die bisher das Paar Unbewusste vernachlässigt und übersehen hat. Der Untertitel, eine tiefenpsychologisch hypnosystemischer Ansatz, präzisiert Ihr Anliegen. Was verbirgt sich hinter diesem Untertitel? Zunächst einmal, das Paarunbewusste wird in den klassischen Paartherapien nicht direkt angesprochen, sondern manchmal wird es berücksichtigt, manchmal auch unbewusst nicht berücksichtigt. Tiefenpsychologisch heißt einfach, dass die unbewusste Thematik eines Paares, und jedes Paar hat in der Regel so 2, 3 zentrale unbewusste Themen, berücksichtigt werden. Hypnosystemisch heißt, dass einmal der systemische Zusammenhang, Paar als ein System gesehen wird, und die Hypnotherapie, die ermöglicht einen direkten Zugang zum Paarunbewussten. Sie beziehen sich mit Ihrem Ansatz auf verschiedene Disziplinen wie die moderne Hirnforschung und der Paarpsychologie. Hat man in der Paartherapie bisher etwas übersehen? Man hat bisher die Neurobiologie, die Hirnforschung jetzt für die Paartherapie wenig direkt angewandt. Dabei ist über die Entdeckung der Spiegelneuronen jetzt ein Wissen entstanden, das man eben sehr direkt jetzt für die Paartherapie nutzen kann. Und das ist eben ein zentraler Zugang, nämlich zu zeigen, dass das Unbewusste sich über Spiegel- und Resonanzprozesse in den beiden Hirnen der beteiligten Partner sich konstelliert und zeigt. Können Sie einen Satz zu den Spiegelneuronen sagen? Wir erleben zum Beispiel die Gefühle des anderen in unserem Gehirn so, als würden wir dasselbe erleben. Das heißt, diese spezialisierten Neuronen, die spiegeln zum Beispiel den Ekel im Gesicht eines anderen Menschen, indem sie genau dann feuern, wenn wir dieses beim anderen beobachten. Also nicht nur, wenn wir selbst Ekel erleben, sondern wenn wir es beim anderen wahrnehmen. Das heißt, wir haben eine hohe, sehr hohe, fast manchmal bis zu Ansteckung reichende Empathie, die ist häufig für eine Paarbeziehung problematisch. Sie haben in diesem Zusammenhang auch schon Sartre zitiert, mit dem Blick des anderen, der einen selbst konstituiert, dass das Sein das Nichts. Genau, also wir spiegeln uns und im Spiegel des anderen erleben wir uns selbst und konstituieren da unser eigenes Ich, aber in diesen unbewussten Spiegelprozessen der Spiegelneuronen konstituiert sich eben vorwiegend auch das Unbewusste zwischen den beiden Partnern. Welche Bedeutung spielen in Ihrem Buch die Fallvignetten? Sie berichten keineswegs nur über die Fälle, sondern Sie zeigen Möglichkeiten der Paartherapie in Ihrem Sinne auf. Ist es so? Natürlich sind die Fallvignetten so ausgewählt, dass sie was Typisches zeigen, entweder ein typisches unbewusstes Paarthema, die ich ja im Einzelnen auch beschreibe, oder eben auch, dass sie ein spezifisches Vorgehen zeigen. Das heißt, die Fallvignetten sollen dem Leser eine direkte Anwendung der dargestellten Theorie einerseits und Therapiepraxis andererseits ermöglichen. Die gehen aber auch aus Ihrer Praxis hervor, nicht? Das sind aus der Praxis entstandene Fallbeispiele, die ich allerdings immer ein Stück verallgemeiner. Erstens wegen der Schweigepflicht und zweitens eben wegen der Klarheit und Deutlichkeit des dargestellten Fokuses. Sie zitieren die Arbeiten von Jörg Willi, die Therapie der Zweierbeziehung, Einführung in analytische Paartherapie, aber Sie gehen ausdrücklich über seinen Ansatz hinaus. In welchem Sinne? Ja, Jörg Willi war zunächst mal sehr stark noch vom engeren psychoanalytischen Theorierahmen beschäftigt, hat orale, zwanghafte Partnerschaften beschrieben. Ich gehe eben von neueren neurobiologischen Ansätzen aus, die eben dieses unbewusste Zusammenspiel sehr viel komplexer darstellen, zum einen, und zum anderen die Paarwirklichkeit, also die Wirklichkeit von Paaren ist eben auch komplexer als die 2, 3 wenigen Themen, die Jörg Willi herausgearbeitet hat. Herr Kachler, Sie erklären in Ihrem Buch, Paartherapie funktionieren nur mit aufeinander abgestimmten Schritten. Es scheint, Sie favorisieren ein bestimmtes Schema, aber das muss man irgendwie auf die virtuellen Fälle anpassen. Oder gibt es wirklich bestimmte aufeinander abfolgende Schritte bei der Paartherapie? Also eine gute Paartherapie lebt von einer klaren Struktur, weil Paare kommen in einem inneren Chaos, die kommen in einem Kommunikationschaos.
Und ein therapeutisches Mittel ist eben die klare Struktur. Ich habe ein Erstgespräch, ich habe das Gespräch darüber, was in dieser Paartherapie erreicht werden soll, woran gemessen werden soll, wie diese Ziele dann erreicht sind. Es geht darum, um die unbewusste Dynamik zu verstehen, was bringt jeder als Rucksack aus der jeweiligen Herkunftsfamilie mit. Und dann gilt es darum, die zwei, drei zentralen Paarthemen, unbewussten Paarthemen eines Paares herauszukristallisieren und an der Lösung dieser zentralen Paarthemen zu arbeiten. Sonst verzettelt sich sowohl der Paartherapeut als auch die beiden Partner entweder in vielen Details oder aber in Vorwürfen und Gegenangriffen. Diese Dinge werden in der Paartherapie auch ein Stück weit ganz strukturiert, auch einmal unterbunden, aber immer eben auch in Richtung Lösung. Ich habe in dem Zusammenhang den Begriff Paarvertrag gelesen. Also es gibt in der Regel einen unbewussten Paarvertrag. Also zum Beispiel, ich sorge für die Nähe in unserer Partnerschaft. Ich wünsche mir sehr viel Nähe, deshalb tue ich sehr viel. Der andere sagt, ich sorge für Autonomie, deshalb stelle ich den Abstand her. Das ist zunächst mal ein gemeinsames, unbewusstes Arrangement, das in der Regel auch zunächst gelingt. Aber je länger eine Paarbeziehung dauert, umso stärker tauchen dann die Differenzen auf. Und wenn die nicht im gemeinsamen Prozess gelöst werden, dann kommt es zu massiven Paarkonflikten. Verdeutlichen wir gleich, worum es in Ihrem Buch geht. Wie hoch ist eigentlich der unbewusste Anteil an der gesamten Paarkommunikation? Ja gut, es gibt da jetzt keine ganz exakten wissenschaftlichen Zahlen, aber etwas zugespitzt gesagt 95%. Aus meiner Sicht, weil die wesentlichen Dinge eben nonverbal gehen, die gehen über die Blicke, die gehen über die Berührung, was für eine Partnerschaft natürlich ein ganz zentrales Kommunikationsmittel ist. Und Berührung ist eben im wesentlichen Teil unbewusst. Die ganzen physiologischen Prozesse, die zum Beispiel mit Erregung, mit im positiven Sinne sexueller Erregung, aber auch destruktiver Aufregung verbunden sind, sind alles unbewusste Prozesse, die alle auf den Ebenen unterhalb des Kortexes geschehen und passieren. Deshalb schätze ich so eine hohe Zahl ein. Ich möchte die Leser nicht vom Lesen oder vom Kaufen und Lesen Ihres Buches abhalten, aber trotzdem würde ich gerne Sie fragen, so ein paar kleine Hinweise, wie kommen Sie dem Unbewussten auf die Schliche? Ich stelle mir das ganz kompliziert vor, dass Sie das Unbewusste in einer Beziehung aufdecken, das ja eigentlich irgendwie auch was Drittes ist. Ja, zum Beispiel merke ich als Paar, dass wir immer wieder an die gleichen Themen geraten. Das heißt, es ist ein Hinweis, da gibt es offensichtlich unter der Ebene der Diskussion oder des Streites ein Thema. Ich stelle dann immer die Frage, um was geht es eigentlich? Und wenn Paare sich einmal diese Frage stellen, um was geht es eigentlich? Geht es um Nähe und Distanz? Geht es um Macht und Durchsetzung? Geht es um Autonomie? Geht es um Rivalität? Dann kommen Paare auf die unbewussten Themen. Im Übrigen lade ich Paare natürlich auch einmal zu schauen, was hat die beiden fasziniert beim Kennenlernen. Da sind die unbewussten Themen meistens schon präsent, im Sinne eben eines Wunsches, aber eben auch einer Illusion dieser rosaroten Brille des Verliebtseins. Ich wollte Sie eben danach fragen, welche Stationen sind bei dem Paar Unbewussten wichtig? Da gehen Sie auf den Kennenlernprozess ein. Wenn Sie den hören als Geschichte, daraus können Sie einiges schließen, nicht? Genau, da zeigen sich wie in der Ouvertüre einer Oper sozusagen die Grundthemen eines Paares an. In der Regel, was erwünsche und was ersehne ich mir vom anderen? Wo erwarte ich gewissermaßen ein Stück unbewusst Heilung vom anderen? Und umgekehrt, was bin ich bereit, dem anderen da zu geben? Und das zeigt sich eben schon in einer genauen Nacherleben auf einer hypnotherapeutischen Ebene, in einer Trance. Das zeigt sich dann schon sehr früh, die Themen, die einerseits die Stärke, das Besondere eines Paares ausmachen, aber die zugleich eben das Konfliktpotenzial für spätere Schwierigkeiten schon in sich bereithalten. In einem anderen Kapitel präzisieren Sie das Paarunbewusste mit seinen Faktoren von relationalen Bedürfnisunbewussten bis zum kreativen Unbewussten der Liebe. Also Sie schlüsseln das wirklich auf in Einzelfaktoren. Erst wenn diese Faktoren dem Paartherapeuten bekannt sind, kann er diese Kollision der Bedürfnisse, so nennen Sie das, erkennen und dann auf eine Veränderung einwirken. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau. Paare haben immer die Grundidee, der andere muss meine Bedürfnisse befriedigen, dann ist alles gut.
Der Grundansatz ist, ich brauche erstens einen Zugang zu meinen vorwiegend auch unbewussten Bedürfnissen. Dann habe ich die Aufgabe dafür, auch ein Stück selber zu sorgen, zum Beispiel für den Wunsch nach Nähe. Ich kann den anderen um Unterstützung bitten, deshalb sind wir Paar. Aber die Verantwortung für meinen eigenen Prozess, auch für meine eigenen Bedürfnisse, aber auch für meine biografischen Prägungen, die liegen bei mir und nicht beim Partner. Da geht es um die Individuation in Bezogenheit. Aber es geht um Individuation, indem ich eben genau nachspüre über meinen Körper in einer Trance, zu der ich die beiden Partner einlade, welche unbewussten Bedürfnisse bringe ich ein, immer mit dieser Grundillusion, der andere soll sie ganz und gar befriedigen. Sie schreiben, ich darf es mal zitieren, ungestillte oder verletzte Bedürfnisse auf der Ebene des Paarunbewussten behalten ihre stets virulente Dynamik im Paarsystem. Die Dynamik steht also im Vordergrund für den Therapeuten, aber auch im Prozess dieser Therapie für das Paar, nicht? Natürlich, es geht einerseits darum, manche Dinge bewusst zu machen, um dann bewusst Verantwortung dazu zu übernehmen. Und zum anderen geht es auch darum, manches zu betrauern. Ich kann nicht alle Bedürfnisse nachholen, die in der eigenen Kindheit nicht befriedigt wurden. Ich kann sie schon gar nicht über den Partner nachholen. Deshalb geht es immer wieder auch ein Stück weit um Trauerarbeit im Sinne von Verabschieden dessen, was nicht mehr nachholbar ist und auch nicht mehr lösbar ist, sodass ich auch in der Paarbeziehung sowohl meine eigenen Grenzen als auch die Grenzen des anderen Partners betrauernd anerkennen muss. Können Sie in irgendeiner Form sagen, prozentual oder anteilsmäßig, wie viele dieser Paartherapien Ihrer Einschätzung nach positiv verlaufen? Das ist natürlich eine spannende Frage, was ist positiv? Es gibt auch von Jörg Willi Untersuchungen, die zeigen, der wesentliche Erfolg von Paartherapien ist in der Regel sozusagen der eigene Fortschritt in der eigenen Persönlichkeit. Ich würde mal sagen, so Drittel-Drittel. Also ein Drittel geht in Anführungszeichen schief, in dem Sinne, dass man nicht wirklich produktiv kommt, zurande kommt. Ein Drittel läuft insofern gut, als dass manche Dinge geklärt werden können, manchmal auch in Richtung Trennung. Und ein Drittel läuft sicher sehr gut, indem man einfach nochmal die Paarbeziehung auf eine neue Ebene stellen kann. Das ist aber jetzt mehr ein Eindruck. In Ihrem Buch werden theoretische Reflexionen durch praktische Anleitungen ergänzt. Haben Sie so ganz bewusst Ihr Buch aufgebaut? Ja, natürlich. Ich möchte gern, dass die Paartherapeuten ganz konkrete Anleitungen bekommen, bis hin zu wörtlichen Formulierungen, weil die Anwendung der Hypnotherapie, also die Anleitung in Trance zu gehen für ein Paar, das ist relativ unbekannt. Und ich möchte eben auch Paartherapeuten, die aus anderen therapeutischen Richtungen kommen, dass die über diese konkrete Anleitung dieses Vorgehen lernen. Das ist nicht schwierig, wenn man therapeutisch unterwegs ist, aber es ist eben ein anderer Ansatz, wie jetzt klassischerweise über Fragen oder andere Methoden. Ob allerdings der Paartherapeut schon mit der ersten Sitzung sich wirklich über die Stimmung beider des Paares klar werden kann, seit 111, darf ich mal zitieren, muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt eine Regel sein. Oder ist es so wirklich so, dass der erste Eindruck oft schon eine Art Lösung, eine Einordnung in eines dieser drei Drittel andeuten könnte? Also ich bekomme natürlich sofort mit dem ersten Gespräch, was sind die Grundthemen. Ich sehe das Paar miteinander interagieren. Ich frage ganz gezielt natürlich, um was geht es eigentlich, was ist das eigentliche Thema. Ich unterbreche Eskalationen, Vorwürfe und so weiter. Und insofern habe ich schon sehr früh ein erstes Gefühl, dass man mal zurückmelden kann. Das ist auch deshalb wichtig, weil dann Paare spüren, ja, der Paartherapeut, der hat uns da auch wenigstens ein Stück weit erstens richtig gesehen und erkannt. Und zweitens, der hat offensichtlich auch eine Kompetenz, uns da aus dieser Grundthematik herauszuführen. Nicht nur am Schluss geht es in Ihrem Buch um die Störung des Paarunbewussten. Das letzte Kapitel, die Therapie mit dem Paarunbewussten, wie Paartherapie spielend leicht wird, gibt einen gewissen Eindruck, ist es wirklich so leicht oder ist Paartherapie nicht vielleicht auch eher schwierig? Also Paartherapie ist sicher einer der schwierigsten therapeutischen Aufgaben, einfach weil die Komplexität sehr hoch ist, gleichermaßen
ist man als Therapeut immer auch sehr in der Gefahr, in diese Dynamik hineingezogen zu werden. Insofern ist es nicht wirklich spielen leicht. Ich will dennoch einen Anreiz geben, die unbewussten Prozesse eines Paares, wie die Hypnotherapeuten sagen, zu utilisieren, also zu nutzen, so dass ich nicht als Paartherapeut arbeite, sondern dass ich das Paar arbeiten lasse. Und insofern hoffe ich, dass es spielend leicht wird. Ich habe mich etwas gewundert, als Sie am Schluss ein Modell einer Paartherapie vorstellen. Ich habe mich erst vorhin schon nach den Schritten gefragt, aber dies wirkt wirklich sehr regelhaft, dass Sie diese Schritte so vorschlagen. Ich glaube eher, dass es Ihren Ansatz illustrieren soll, dieses Modell am Ende, nicht? Nein. Ich habe schon ganz klare Schritte, Prozessschritte, die erkläre ich dem Paar auch. Weil, wie gesagt, es grundlegend wichtig ist, dass ein Paar sich gut in einem sicheren Rahmen bewegen kann, dass ein Paar weiß, was sind die einzelnen Schritte, dass ein Paar selber auch spüren kann, machen wir nach 3, 4 Sitzungen erste Fortschritte, werden bestimmte Dinge klarer oder geht es eben auch nochmal darum, das Vorgehen grundsätzlich zu überlegen. Also wenn ich Fortbildungen jetzt für Paartherapeuten gebe, dann gebe ich ihnen schon auch diese Struktur mit, eben weil das sowohl den Therapeuten, Therapeutinnen als auch dem Paar Sicherheit und Struktur gibt. Die Gefahr in der Paartherapie ist immer, dass man sich verliert in vielen Details, in einer langen Geschichte, in Vorwürfen, in Abwertungen. Da muss man als Therapeut raus und dazu braucht es die Struktur. Sie relativieren Ihren eigenen Ansatz, wenn es um die Aufdeckung des Paarunbewussten geht, etwas, indem Sie sagen, vorsichtig mit dem Aufdecken des Unbewussten, wenn es um Konflikte im Paar geht, die Sie schon erkannt haben, sei es Trennungsabsichten eines Partners oder körperliche, sexuelle Gewalt. Wenn es an diese Themen kommt, dann empfehlen Sie den Therapeuten, etwas, dieses Paarunbewusste etwas zurückzustellen, habe ich gespürt. Ja, natürlich, wenn es um Geheimnisse oder Tabus geht, dann wäre ein sehr direkter Zugang auch möglicherweise beschämend und dann würde ein Partner sich nicht verstanden fühlen oder auch die Paartherapie abbrechen. Deshalb gilt es insbesondere bei verdeckten Themen wie eine noch nicht veröffentlichte Außenbeziehung oder wie Gewalt, die noch nicht benannt ist, sehr behutsam und vorsichtig zu sein, weil dieses Vorgehen natürlich auch ein sehr direktes und mächtiges Vorgehen ist. Und bei diesen Themen ist es wichtig, dann eben Schritte vorzuschalten, bis dann eben die wesentlichen Themen auf dem Tisch liegen einerseits und das Paar wirklich auch sicher sein kann, die Dinge, die jetzt deutlich werden, die werden nicht benutzt gegen den anderen. Gibt es Anzeichen in der Paartherapie, die irgendwie auf den Misserfolg der Therapie deutlich hinweisen? Also wenn Paare massiv auf der Ebene jetzt der persönlichen Identität sich angegriffen fühlen, die beiden Partner, wenn es entwürdigende Dinge gibt wie Gewalt oder sexuelle Übergriffe oder aber auch massive Abwertungen, dann ist zumindest eine Paartherapie außerordentlich schwierig. Dann muss man überlegen, ob es nicht wirklich eher um Trennung geht. Wenn wir uns im Prozess einer Paartherapie immer wieder an die gleichen Stellen verrennen, verhaken, dann ist es zumindest wichtig, dass der Paartherapeut auch nochmal eine Sicht von außen sich holt. Weil das sind dann schon Anzeichen, dass eine Paartherapie in so eine Blockade läuft, die möglicherweise ein Scheitern voraussagt. Manchmal ist es ja bewusst und unbewusst so, dass der ein oder andere Partner sich ein Scheitern der Paartherapie wünscht, um dann gut gehen zu können mit der Begründung, ich habe ja alles versucht. Aber auch das muss ein Paartherapeut natürlich ein Stück spüren und ansprechen. Herr Kachler, für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Natürlich für Psychotherapeuten und auch für Interessierte, wobei das schon ein Niveau ist, das jetzt eben fachliches Wissen voraussetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Interessierte, die auch an neueren Ergebnissen der Hirnforschung, der Neurobiologie, der Evolutionsbiologie, auch des Systemischen interessiert sind, dass die viel davon profitieren. Es ist jetzt kein Fachchinesisch, aber es braucht eine gewisse intellektuelle Anstrengung. Herr Kachler, ich danke Ihnen für das Gespräch.